Herzlich willkommen zum 51. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Nachdem wir letztes Video nur Holzarbeiten gemacht haben und ein klein wenig die Zugstrecke da unten verlegt haben, geht's heute wieder zurück in die Lego-Stadt und es wird wieder ordentlich Lego gebaut. Warum das Ganze? Und zwar ist die neue Bricklink-Bestellung eingetroffen. Da kriegt man auch gute Laune, wenn man das hier sieht, oder? Finde ich auch. Also, gehen wir mal die ganze Sache hier durch. Wir haben 500 von diesen Blättern. Die sind vor allem für hier vorne den Bereich bestimmt, weil das muss ja alles noch mit Details ausgestattet werden. Genau diesen gleichen Stil an Detaillierung möchte ich dann gerne auch neben der Zugstrecke machen, wo diese leere grüne Fläche ist da hinten. Dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht mit den Teilen auch den Berghang da hinten ausfüllen. Hier bei den Teilen sind jetzt in einem anderen Bricklink Shop nochmal jeweils 1000 Stück von unterwegs. Die waren super günstig. Dann haben wir für die Burg, die da oben jetzt hinkommt, da oben könnt ihr sie sehen, falls ihr bei der Update-Folge nicht dabei wart, haben wir ganz viele von den 1x2er Brick Modified. Dann 1x1er Brick Modified haben wir auch dabei. Jetzt habe ich hier ein paar geriffelte und ein paar Steine mit anderer Struktur noch mit dabei. Dann habe ich noch weiter auf dem Weg mit der Bricklink-Bestellung, wo auch hier noch die anderen 1000 Stück jeweils von den beiden dabei sind, sind nochmal 1000 Steine von den Brick Modifieds, wo dieses Steinmuster drin ist, mit dabei. Dann habe ich einiges an Grün, an ganz normalen grünen Steinen hier überall verteilt. Das werden wir heute einbauen für da hinten in der Ecke bei der Mühle. Da werden wir da nämlich den Berg oder halt diesen kleinen Hügel, da den Hang werden wir nach hinten rechts in die Ecke fertig ziehen, damit wir die Ecke endlich mal abgeschlossen haben. So, weiter geht's mit grauen, großen Steinen. Die sind vor allem wieder für die Stabilisierung für den Berg da. Und damit wir auch da die Grundstruktur für die Burg schaffen, dafür sind die eben da. Dann habe ich ganz viele von diesen, ja, ich glaube Tiles oder Flat Tiles, Modified heißen die Dinger, weil die einfach super günstig waren. Und damit kann man, glaube ich, immer ganz gut Mocks bauen. Ein paar graue Steine noch für den Berg. Flat Tiles haben wir hier nochmal für die Pflasterung mit dabei. Ihr könnt es schon sehen, hier sind noch ein paar von den Teilen, die ich nämlich auch hier oben habe. Die kann man immer ganz gut gebrauchen. Da hatte ich gedacht, dass wir damit vielleicht ein bisschen die U-Bahn-Station gestalten können. Müssen wir mal schauen. Hier, dann habe ich ganz normale von diesen Teilen noch, weil diese Wetterteile verwende ich ja auch immer ganz gerne für kleinere Bäume im Innenstadtbereich, also so Zierbäume. Ihr könnt sehen, also hier, das haben wir auch noch mit dabei. Die habe ich nämlich vor allem deshalb genommen, weil das haben wir immer einheitlich, diese Fenster, bei unseren öffentlichen Haltestellen an der Zugstrecke mit dabei, damit wir dann den Stil übernommen haben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir genug über die Bricklink-Bestellung hier geredet. Jetzt geht's mal ans Bauen. Wir gehen als erstes da hinten in die Ecke. Ich baue da jetzt mal den Hügel weiter. So viel ist da nicht zu mitfilmen, weil das vor allem Stabilisierung ist, die ich da bauen muss. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ein kurzes Zwischenupdate hier aus der Ecke. Ich habe jetzt zum allerersten Mal, weil ich die diesmal super günstig bekommen habe, einige von diesen mit Viererbreite verwendet. Super genial. Also ich sage es euch, das ist hier Highspeed-Bauen mit den Teilen. Also die Teile habe ich für 26 Cent das Stück bekommen. Ich glaube, viel günstiger kann man hier nicht schnell an Fläche gewinnen. Also das hier war sofort zugebaut. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier noch ein klein wenig diesen Hügel raufziehen, damit es einfach eine natürlichere Form hat. Hier geht es dann wieder runter. Habe ich ja schon angefangen mit, wie ihr sehen könnt. Ja, und ich melde mich dann, wenn das Ding fertig ist. Die Grundform hätte ich jetzt fertig gebaut. Jetzt stellt sich für uns die Frage, was wir jetzt genau dahin bauen. Es wäre natürlich Bäume super genial, wenn die das Ding komplett umschließen würden. Aber das Problem ist, ich habe noch genau hier eine abgezählte Anzahl an Bäumen. Also das reicht bei weitem nicht mehr. Jetzt war meine Überlegung, weil ich ja 500 von den Dingern habe, also mehr als genug, ob wir die vielleicht zumindest in den vorderen Bereich reinbauen. Also hinten an die Wand hin können wir ja noch die paar Bäume, die wir jetzt noch haben, verteilen, damit das noch ein bisschen die Wand abdeckt und dann im vorderen Bereich, wie gesagt, hier mit diesem schilfähnlichen Zeug arbeiten. Weil, jetzt war das mein Plan, dass wir dann eventuell das Ganze dann hier auch noch verteilen könnten, sodass man nämlich hier vorne vor der Kirche, dann hier oben und hier rechts neben der Mühle im vorderen Bereich überall einheitlich dieses Zeug hätte. Ich hätte jetzt mal gesagt, wir probieren das einfach aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht aussieht und dann bauen wir es halt das nächste Mal wieder um oder halt dann um, wenn ich genug Steine für Bäume habe, weil ich glaube wahrscheinlich immer noch, dass das dann die allerbeste Lösung wäre. Aber damit starten wir jetzt mal.
erstes kurzes Zwischenfazit und ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich relativ gut. Besser als ich mir erwartet hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man jetzt hier vor allem noch mal ein paar Schritte zurückgeht und das von hier hinten betrachtet. Das sieht einfach super detailliert aus, passt da richtig gut hin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, den Wald muss ich gar nicht weiter nach vorne ziehen. Das sieht eigentlich relativ gut da hinten aus, weil der so nach hinten verschwindet irgendwie hinter dem Hang. Das lasse ich, glaube ich, sogar so. Dann ein paar Sachen müssen wir natürlich noch ändern bzw. erweitern. Hier vorne, das müssen wir noch bis zum Ende der Kurve hier durchziehen. Und dann müssen wir da vor den Wald an der Ecke von der Mühle, da müssen wir natürlich auch noch Gestrüpp hinsetzen, damit das einheitlich ist. Und ich glaube, das eine Stück Zaun, was da jetzt noch übrig ist, das haue ich da, glaube ich, ganz raus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich super zufrieden bin mit dem, was wir heute in der Episode weitergebracht haben. Dass diese Details, die dazugekommen sind, das sieht einfach super genial aus. Vor allem hier dieser Blick, finde ich, wenn man da die Zugstrecke so eingeschlossen hat von dem Gestrüpp. Ah, genial, das macht richtig Freude. Muss ich ganz ehrlich zugeben, dass mir das echt Spaß macht. Also, hier, das habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen, in dem Speedbild, da habe ich unten noch diese Blätter dazugefügt. Einfach nur, um das so ein bisschen zu unterscheiden von dem Hang hier. Bei dem Hang sind ja nur diese Pflanzenelemente drüber. Hier, das habe ich jetzt komplett durchgezogen, das hat man nicht mehr gesehen, bis hier vorne zum Bahnsteig. Das endet dann hier, weil ja da muss man auf die Treppe raufkommen. Da werde ich wahrscheinlich noch so einen Weg bauen, wie ich den hier auch habe, mit diesen grauen runden 1x1ern. So, was uns jetzt als nächstes, was jetzt als nächstes ansteht, ist hier vorne der Hang. Da bin ich jetzt im Moment ernsthaft am Überlegen, ob wir das nicht auch alles mit diesem Gestrüpp hier zubauen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier in der Ecke alles einheitlich mit diesen Blättern dazu gebaut haben, dass es super genial aussieht. Da können wir jetzt gerne eine Abstimmung zu machen, also entweder ja oder nein. Bei nein schreibt mir bitte gerne Gegenvorschläge in die Kommentare, was hier oben rauf soll. Ja, ich hatte ja über einen Wald nachgedacht, aber wie gesagt, jetzt wo ich das hier sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich super zufrieden damit bin. Sollten wir uns dazu entscheiden, hier den Hang auch noch zuzubauen mit dem Gestrüpp, was wir jetzt eben hier und dann hier einmal vor der Kirche gebaut haben, dann werde ich wahrscheinlich die ganzen weißen Pflanzen hier auch noch raushauen und austauschen mit diesem Gestrüpp da. Weil das dann einfach alles einheitlich ist und ich glaube, dann passt das hier super gut rein. Das gleiche passiert dann auch mit diesen beiden Zaunstücken hier, nachdem wir ja hier schon diese Kurve komplett ausgetauscht haben und was ja viel besser aussieht als davor mit diesen komischen Zäunen drin. Das werde ich dann wahrscheinlich hiermit auch nochmal machen. Was ich jetzt bei der letzten Bricklink-Bestellung auch noch mitbestellt hatte, waren zwei von diesen verdorrten Büschen hier in diesem Dunkeltan. Das passt hier vorne einfach super zwischen die Zugstrecke, habe ich einmal hier und einmal hier. Die Dinger hatten auch Apothekenpreise, naja, aber ich finde, sie machen sich ja auch super gut. Ich will da ja ein bisschen an verdorrtem Gestrüpp aufrüsten, dieses Grüne passt da nicht ganz so gut rein. So, das nur noch kurz zum Abschluss und damit hätten wir jetzt auch bei dieser sehr, wie soll ich sagen, ja, detailreichen Lego-Stadt-Update-Folge hätten wir jetzt auch das Ende erreicht. Dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, macht das gerne, um keine weiteren Update-Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.